Mensch, willkommen zu unserem neuen Animation Throwdown Rumble Video. Hier schauen wir mal, sind wir jetzt momentan in Gilde 2 und dann gucken wir mal, wie es da momentan aussieht. Oh, das ist nicht viel. Ui. Naja, gut. Geht ja noch ein bisschen. 19 Leute haben bis jetzt mitgemacht hier. Was? Nur? Ja, in Gilde 2. So, SCP, Hey Nils, Scrap Gaming, Oriens, Lukas, Yummy Yum, Honey Dog, der Tobias, Drag Neil, sofort, der Tiger Top, Freed, Nuffy Nose, The Bektash, Saft. Das ist sowieso ein cooler Name. Saft. Gaming Play, Statonico, Aka Vimtoria, ein wildes Leo und Animation Fan. Gegen die Comic Book Heroes. Und da hat bis jetzt auch nur einer gekämpft. Also aktuell sieht es scheinbar in vielen Gilden so aus, dass da die Aktivität nicht so wirklich da ist. Das ist aber, oh mein Gott. Kann man froh sein. So, Exophie. Also, was haben wir denn hier? Den. Ja, das wird sowieso kein starker Gegner sein. So wie das Ganze aussieht, kann ich den mit Sicherheit einfach nur mit meinem Fry schon wegboxen. So, der sturzbetrunkene Bill. Nehmen wir noch die Gas Glass. Und dann sind wir auch relativ schnell schon durch. Zack, zack. Dein Handy ist da hinten, hinter dem Levy. Hinterm Levy. Hinterm Levy ist er. Ja, natürlich. Ja, hinterm Levy. Darf man eigentlich ein Gülig sagen, oder ist es? Es ist einfach so, ich habe mich so oft schon vertippt. Vertippt? Ja, in Minecraft, weil ich dich in eine Party eingeladen habe. Hab mich so vertippt. Naja, gut, das ist nicht ganz so schlimm wie das, was ich bis jetzt geschafft habe, die letzten Male beim TTT, ne? Achso. Also selten dämlich, muss man echt sagen. Also, ihr wisst ja, wenn man. Naja, gut, was heißt ihr wisst? Weiß nicht, der ein oder andere spielt bestimmt Minecraft von euch. Und dann gibt es ein Spiel, das nennt sich. TTT, das ist die Abkürzung für Traitors. Wofür stehen die anderen beiden Ts eigentlich? Weiß ich selbst nicht. What? Du weißt das nicht? Echt? Nein. Also das eine T steht auf jeden Fall für Traitor. Ja, das eine. Guck mal, die anderen T. Keine Ahnung. Naja, und bei dem Spiel geht es eben darum, da gibt es dann drei Gruppen. Einmal die Traitor, einmal die Detectives und einmal die Innocents. Genau. Und die Innocents, die dürfen, also die Traitor sollen eigentlich die Innocents und die Detectives töten und wissen auch, wer welche Rolle spielt. Die Innocents und die Detectives, die wissen das nicht, wer Traitor sind. Ja, und man darf auch nicht einfach irgendjemanden töten, also zufälligerweise, um irgendwie die Karma-Punkte zu bekommen oder eben das Match zu gewinnen, sondern man muss schon definitiv wissen, wer ist ein Traitor und dann darf man den töten. So, jetzt gibt's als Traitor die Möglichkeit, sich solche Creeper-Pfeile zu. Ein Innocent Ticket, also vorsehen. Es gibt auch in diesem Spiel so ein Teste. Da scheuchen die Detectives immer einen rein, weil die, wenn dieser Tester dann sagt, ob das ein Traitor ist oder nicht. Aber diesen Test, kann man manipulieren, indem man sich ein Innocent Ticket kauft. Dieses Innocent Ticket sagt quasi der Traitor-Tester, nö, ich bin keiner. Und dann sehen quasi die Detectives, dass du, auch wenn du ein Traitor bist, kein Traitor bist. Ja, man gibt eigentlich vor in diesem Tester, dass man ein Innocent ist und ist tatsächlich trotzdem ein Traitor. Ja. So,
Aber um das eben machen zu können, gibt es eigentlich bei den Innocents und bei den Detectives Shops? Ja, Ach, das gibt's auch? beim Detective gibt es das. Beim Detective kannst du dir zum Beispiel Was One-Shot-Go holen. Das kann man sich da holen? One-Shot-Go, das wenn du einmal triffst, ist er gleich tot. Okay, also bedeutet also vom Prinzip her, ich kann nur Detective oder Traitor sein, wenn ich Shop mache. Richtig? Hörst du mir zu? Das heißt, ich kann nur quasi ein Detective und oder ein Traitor sein, wenn ich diesen Shop/Shop mache. Ein Innocent kann das nicht. So, und ich, also man muss Slash/Shop machen. Ne? Und ich habe es gestern zweimal geschafft, mich zu vertippen dabei und habe dann anstelle von Slash/Shop Eine Klammer. Klammer auf Shop gemacht. Das stand dann auch schön im Chat drin und dann wusste natürlich jeder, da ein Detective zu erkennen ist, also der hat dann einen blauen Anzug an, er wusste dann natürlich jeder, der Herr gleich ist ein Traitor. Ist kein Verdammt. Innocent oder ein Traitor. So kann ich sagen. Das war jetzt echt. Ja, ich hätte im hohen Bogen kotzen können, dass ich so dappig bin. Aber na gut, passiert halt. Muss nächstes Mal besser aufpassen. Stellt man sich extra in irgendeine Ecke, ja, dass sowas nicht gesehen wird oder dass man nicht erkannt wird und dann schreibt man in den Chat rein, Klammer auf, Shop. Super. Also um zu erklären, wenn man Slash Shop schreibt, steht das natürlich nicht im Chat, ne, sondern dann macht man einfach den Shop Okay. auf. So, und kann dann seine Sachen kaufen, die man haben möchte. Also der Gegner ist auch wieder super einfach hier. Ich bin mal gespannt, wie lange Gilde 2 überhaupt hier ihre Matches gewinnen kann. Oder seine Matches gewinnen kann. Mal mit gerade mal 15 Aktiven. Wie viele waren es jetzt gewesen bis jetzt? 20 Aktiven. Könnte es ein klein wenig eng werden. Schauen wir mal. Spannend. Also, trotz allem kann ich jedem nur empfehlen, kann ich jedem nur raten, der jetzt Bock drauf hat und dann später irgendwie noch in Gilde 1 zu kommen oder so. Ihr solltet schon versuchen, nach Möglichkeit jedes Match mitzumachen. Es werden später Gegner kommen, wo es schwieriger wird, die Punkte zu bekommen. Hier kriegt man die, kann man die noch locker absahnen, die 1000. Ja, und wer dann eben tatsächlich über diese 13.700 Helme kommt, die wir mal festgelegt haben beim letzten Mal, der hat, ja, der kann in Gilde 1 kommen. Und da sieht die Sache natürlich dann doch schon ein klein wenig anders aus. Das werden wir dann gleich im anderen Video sehen. So. Mach ich dran, ein Dollarmesser. Jawohl! Das ist easy. Felonis von den Comic Book Heroes. Das war's! Ja, Mann! Ich glaube, das war der letzte Kampf gewesen. Von der zweiten Gilde. Moment. Ja, damit bin ich mit Gilde 2 durch. Wir können ja mal ganz kurz schauen, wie es momentan steht. Das war jetzt ja Rumble Nummer 3. Momentan noch Platz 1. Das wird so und mit Sicherheit nicht bleiben können. Können wir mal in die Ranglisten reinschauen. Teamwork makes the dream work. Team Fabulous, Animation Clan, Midnight Squad, Zero Losses Squad. Und wieder dieses Renewal Leave Here in France, in the Netherlands, on the Lucky Dutch, on the Dutch Comedy, on the Dutch Burgers. Ich sag's euch da oben in diesen nordischen europäischen Ländern, da. Die haben nichts Besseres zu tun. Und Dänemark haben nichts Besseres. Und die Swedish Fighters und die Bipolar Bears und Finlandia. Es ist so geil. Es ist echt cool. Das sind so die ganzen. Also, ihr habt da die Animations Throwdown Hochburg quasi.
Dänemark, Schweden, Finnland. So, gucken wir mal hier in unsere Gilde momentan rein. Bin ich auf Platz 1, der Hey Nils auf Platz 2, dann kommt der Herr Sofort, dann kommt der Bektasch, Fried, Tobias, Oriens, SCP, Grab Gaming, Lukas, Yummy, Yum, Honey Dog, Drag Neil, Tiger Top, Nuffy Nose, Animation Fan, Casey Rebel, Player, der Hahabit, Momo, Serhat, Xibanga, Leon, Hart, German Gaming, Jason, You, Soft, Stoner, Divimtoria, Gaming Place, D, WWW, Enjoint, Ein wildes Leo und Gamer LP. Also bis jetzt 34 aktiv gewesen. Leonard, Aristocraft, Maxi, Gino Plays, Gea, Bloody Fruit, Tore, GurkenTV, Elias, Zakis, Alexandros, MK Reuschi, Player, Valentin, Inreals. Ja, Tore, wollt ihr eigentlich wieder in Gilde 1 kommen? Hat aber schon gleich im Vorfeld gesagt, dass er beim letzten Rumble halt wegen der Schule so viel Stress hat und so weiter. Ich meine, der macht dir doch den ganzen Stress nicht. Bringt doch nichts, wenn du dann die Punkte doch gar nicht erreichen kannst. So, aber sonst hat er auch hier drei Kämpfe. Drei Rumbles bis jetzt noch nichts. Aber hier oben haben wir ja schon einmal ein paar Leute, die bis jetzt bei jedem Rumble mitgemacht haben. SCP, Oriens, Tobias, Fried, Bektasch und der Hey Nils. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis jetzt die ersten zwei Matches gewonnen. DCJ und gegen CO 710. So, dann wechseln wir mal rüber in die erste Gilde. Da wird das Ganze dann doch ein klein wenig anders aussehen, sage ich mal. Und so sollte es ja auch eigentlich sein. Wäre natürlich echt komisch, wenn es genau umgekehrt wäre. So, no, was habe ich jetzt gemacht? So, hast du mir das Tablet? Jetzt muss ich mich mal kurz strecken, dass ich an das Tablet rankomme. So, machen wir unsere Fights in Gilde 1. No. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis das Ding irgendwann geladen ist. So, ob es überhaupt kommt. Na, ist aktuell gerade. Na, und, komm. Erkennt das wieder nicht raus. Ja, muss ich nochmal den R-Server neu starten. So, manchmal habt ihr ja schon mitbekommen, spinnt das Ding, aber ist ja sowieso noch am Laden. Insofern macht das jetzt auch überhaupt keinen Unterschied. So, R-Server. Und dann gucken wir mal. Jawohl. Jetzt kommt's auch. So, perfekt. Und dann gehen wir mal in den Rumble rein und dann schauen wir doch mal, wie es denn momentan dort aussieht. Jo, wahrscheinlich guckt es gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. 29.000 gegen 1648. Wow, ein Player, ein Tiger, ein Bob Burger. Gut, gucken wir mal. Tetsuo natürlich, Lord Universe, Eat Fresh Food und der Garden. Sind unsere Tausender, dann haben wir einen Daniel, den Kursiolo, Nero, Luca Passegger, Unknown Akasesi, der Germinator, mit dem ich gestern Abend noch im Livestream zusammen war,
Moritz T20, Sahand, Bessie, GameBigo, El Sola, Tim G, Hero, Jordan, Nüsse, Scaro, Petro Geli, McFreezy, Fiesen, der Veni, der Gamer Guy, BMW, der Mark Oliver 500, der Johnny Bauer, Marcel Davis, dein Vater, FIFA Pro ist noch davor, dein Vater, Michael, Herr Bausen und Jumper. So, ich switche jetzt rüber zu der Tina, damit ich eventuell die Chance habe, eben meine 1000 zu holen. Gucken wir mal. Wird Zeit, dass ich die mal endlich hier auch auf Stufe 10 noch hochpushe. Das dauert ein bisschen. Wie viel Heilen hat die denn bei dir? Die Tina hat bei mir vierfach Heilen und alle Leben 1. Wenn ich es jetzt ist doch okay, guck mal. Ja, aber ich will, dass alle Leben 2 haben und dann habe ich auch noch 8 Lebenspunkte mehr. So, also dann gehen wir hier in die Schlägerei, in den Rumble rein. Du kannst auch einfach Rumble sagen. So, und da tut sich immer noch was. Also, und jetzt geht's los. Was geht los? In der Unterhose. Glaubst es? Was geht los? Jetzt geht's los. Was geht los? Ah. So, Automatik auf jeden Fall raus, weil ich möchte ja keine Punkte verlieren. Und dann haben wir auch schon die erste Paddle Peggy zusammen. Erste Paddle Peggy. Gegen einen Peter Copter. Und dann haben wir noch eine Gigidi Gun. Und einen vitruvianischen Menschen noch nebendran gesetzt. Und damit gegen Dubi von Mac Animation die ersten 100 Punkte geholt. So. Ich habe nur gerade geguckt, wen du da als Freund addest. So. So, gegen Jillian S. Jetzt müssen wir mal gucken. Jillian S. Dann habe ich meine Luise. Oder ich, jetzt fange ich schon wieder damit an. Luise. 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 Ich sag die ganze Zeit Luise. Der Yachtclub. Ich verstehe es nicht. So, hier würde ich sogar alles runterkrippeln bei ihm. Drunken Clam macht natürlich auch Sinn. So. Ach, meine Güte. Jetzt müsste ich allerdings auch mal irgendwie anfangen. Irgendwie muss die mal langsam geheilt werden. Ah. Ah, das gibt diesmal keine glatte 100, so wie es aussieht. Ach. 99, ach Mann, oh. 99. So, damit kann ich Garden schon nicht mehr einholen. Verdammte wolltest du Axt. Wolltest du die 1000 holen? Ja, natürlich will ich mir die 1000 holen. Jawohl. Das ist ja mein persönlicher. Du willst Garden einholen? Nein. Davon kannst du gerne mal in der Nacht träumen. Selbst da schaffst du es nicht. Garden holt niemand ein. Geht ja jetzt erstmal hier rein um die Punkte, die man im Rumble holt, ne? Oh, kriegt auch nichts. Oh. Garden, hast du das mitbekommen hier? Wie der Herr sofort, wie der drauf ist. Ja, nicht zu dir stehen. Steht zu Garden. So, und na, 98. Das sind jetzt schon 3 Punkte, die weg sind. So, jetzt kommen hier doch noch einige Punkte mit hinzu.
So. Fürs Klicken, vielleicht hört man das. Das hört man sogar ziemlich sicher. Gehört. So, Peggy. Ja. Das ist mein Problem. Und Ich. dann spielen wir hier mal die betrunkene Ja. Peggy. Dann den Bob. Das Bett ist weg. Anal entstellt. Neunundneunzig. Vierter Punkt ist weg. Ah, ist das so. Inzwischen hat jetzt das Spiel auch wieder neu gestartet. Ja, Jetzt können wir mal kein gucken. Problem. Gut. Fangen wir doch gleich mal an mit einer Amy und einem Denkeraffen. Juhu. Und dann hätten wir noch eine Paddel und eine Peggy im Dann gleich, ich Angebot. zeig dir mal, was das neue Outfit Ich ist. guck, ich im Special Sonderangebot. Oh. Ich muss aus, ich springe durch ein Loch durch. So, eine Was glatte ist denn hier 100. los von mir? Endlich mal wieder eine glatte 100. So, dann gucken wir mal weiter. Ja, jetzt so langsam aber sicher rührt sich doch was. Das ist gut so. Sehr schön. Dann hätten wir einen Bob. Und ein Gewehr. Und eine Lila. Und eine betrunkene Lila. Ich möchte jetzt erstmal heilen nach Möglichkeit. Jetzt brauche ich was, was möglichst wenig Schaden erstmal macht, damit die sich lange heilen kann. So, jetzt ist er auch geheilt. Jetzt kann ich den Sack zumachen. 100. Jawohl. Eine glatte 100, man. Jawohl, Gleich jawohl. willst du mal sehen, mein Grizzly. Ich hab's doch schon 100.000 Mal. Oh, das war ein sensationelles Grizzly. Ganze drei Das ist Blöcke immer der weit. Vorführeffekt, Die ey. ganze drei Blöcke weit davor hat er mir sein Anti-Knockback gezeigt, den er 3 Sekunden überlebt hat und dann einfach meilenweit von der Plattform weggeschlagen wurde. Und jetzt eben gerade das Grizzly sah auch wieder sehr Ey, ich habe effektiv und keinen sehr gut aus. Was ist das denn? Das ist so ankotzend. Wieso kriege ich denn gerade kein... Aber Fastbrush ja gleich. Jetzt musst du dir mein Fastbrush schon. Ich muss mir da gar nichts Doch, du anschauen. kriegst jetzt mein Fastbrush an. Guck Ich mal. muss mir da gar nichts anschauen. Ich mache Easy, jetzt erstmal hier eine schöne Mauer hin. easy, So, dann brauche ich. Komm, da können wir mal schön runterkrippeln. Er ist an mir vorbeigesprungen einfach. Wow. Mein Gott, ist das witzig. Ich muss mal gucken, welche. Sind beide gleich stark. So, oh mein Gott, gegen Ja, den gleich. Baum. Weißt du, wie witzig das ist, wenn jemand an dir vorbeispringt? Gegen den Baum. Dann gleich. Es juckt mich jetzt Hören gerade Sie bitte überhaupt auf, mich nicht. zu ignorieren. Ich muss dich jetzt ignorieren, weil es hier Sonst ein gibt das Konsequenzen. spannendes Match ist. Sonst gibt das Konsequenzen. Karatebänder, den kenne ich auch noch nicht. Ich schon. Den kenne ich schon als Re-Kombo. Alter. What? Er hat es dafür überlebt. Hä? Ja, dann bist du bekommen. So, jetzt muss ich echt mal gucken, dass ich noch irgendwas geheilt bekomme. Ne, das bringt mir ja nichts mehr. Oh, Das ich bringt hasse mir ja gar nichts Mates. mehr hier. Ich hasse meine Mates. Ich setze den einfach mal neben dran. Aber das wird nichts bringen. Trotzdem, oh, jetzt habe ich einige Punkte verloren. Oh mein Gott. Du hast Das verloren. hat jetzt schon ein bisschen Hast wehgetan. verloren. Quatsch, ich habe nicht verloren, ich habe einfach nur Punkte verloren. Ich erwarte es ja von dir, dass du verlierst. Weil du nicht so witzig dann recht oder auch ne Quatsch. Sag mal, du hast echt gerade eine Bin ich halt lieb Vollmeise, zu ne? dir? Nee, du hast gerade eine Vollmeise. Wieso habe ich denn so schöne Vor. Ja, gleich. Demotiviere mich bitte nicht, ich hab später ein Spiel. Es wird wieder ungefähr so ablaufen, dass. Herr Sofort, könnten Sie bitte Ihre unqualifizierten Kommentare von den billigen Plätzen da hinten lassen?
Von da hinten. Ich sitze direkt vor dir. Ich sitze direkt vor ihm und er sagt da hinten auf den billigen Plätzen. Ich gebe dir auch gleich auf den billigen Plätzen. Und vor allen Dingen hinter dir. Ich glaube, wir müssen nochmal aus die Richtung angucken mit dir. Eine richtige Richtung hast du es auch nicht, oder? Ja, so frech ist er, hä? So frech ist er. Ja, darf ich das nicht sagen? So frech ist der Herr sofort. Entgelich! Der Herr Zopfort. Was? So. Hast du noch zwei Kämpfe? Oh. Noch zwei Kämpfe. Hey, was dein iPad rumleckt. Ich würde mich schämen dann gleich. Du musst übrigens mal wieder deine Accountdaten wissen. Ich sag mal so langsam, aber sicher. Ich muss hier zusammen mit dem Herrn sofort Videos zu machen. Abbrechen. Das ist. Das Selbstmord. Das oh, ist. Oh, leck rum. Oh, man hat nicht Bescheid gesehen, wie du gewonnen hast. Oh, ist das bitter. Doch, hat man. Gerade eben hat man es nicht gescheit gesehen. Ich seh dich nicht gescheit, du. Ich geb dir auch nicht. Du bist nicht gescheit. Sind die nicht gescheit? 14 Blöcke. Ob ich die 14 Blöcke Breeze Leben bekomme, was meinst du? Du kriegst nicht mal 3 momentan hin. Oh, doch. Oh! Alle gebreezelied. Außer 2 halt, die habe ich noch zum Schluss, weil ich runterfahren sollte. Dann gleich hast du es gesehen? Ich guck bei dir nicht. Kann Hacker brutschen. Easy. So, 5 Schaden würde der machen, jetzt nicht mehr. Ich will noch den Bob zum Heilen noch nebendran. Sofern ich den brauche. Dann noch hier die Ringenkarte mal nebendran gesetzt. Ich muss jetzt echt zusehen, das Ballmädchen hilft mir da auch nichts. Das wäre der Rodeo Peter. Bitte heil noch irgendwas. Bitte heil noch irgendwas. Wer der Rodeo? Ja, 100. Der Rodeo Peter. Glatte 100. Ey, so. Was soll denn das, du? Jetzt trollt mich mein Mate, der ist total nervig irgendwie. Tja. Oh, recht, hat er recht. Du Nervensäge, ich baue gleich auch vor ihrem Block. So, also, dann schauen wir doch mal jetzt rein, wie es momentan aussieht. Oh, jetzt hat sich endlich auch wieder das Animation Slowdown erholt. Das ist das zweite Mal abgestürzt. Gut, können wir mal jetzt wenigstens hoffentlich mal in die Rangliste nochmal reingucken. Na? Wo stehen wir denn überhaupt? 900 auf Platz 21 nur. Was, wo oh, hier? Das ist aber schwach. Du? Von mir echt Wahnsinn. Okay, also Lord Universe auf Platz 1, dann der Tetsuo, Garden und Eat Fresh Food. Krass, krass, da alle. Ted, hab Garden. Hab ich mit Lord Universe dieses Mal gekämpft? Ja gut, die 1000 zu schaffen, das ist ja nicht so schwierig. Ted, Eat Fresh Food und Garden. Na gut, mit Garden und Tetsuo. Jeweils die 1000 geholt, krasse Leistung. Daniel, Veni, Kursiolo, Gamer Guy, Nero, Luca, Passegger, Dirtblock, Simal, Marcel, Davis, der Ceci, der Geminator, der Moritz, Gambigo, Bessie. Cool, Bessie kam ja auch erst zum Schluss noch mit hinzu und hat bis jetzt wirklich ganz gut durchgezogen, mein lieber Scholli. Finde ich cool. Sahand, El Sola, Tim G. Ich auf Platz 21. Hero 8861, Jordan, Nüsse, Scaro, Petro Geli, McFreezy, Fiesen, WMW, Dein Vater, Magolever 500, der Johnny Bauer, der FIFA Pro, der Michael, der Herr Bausen und der Jumper. Immerhin sind wir jetzt schon mal bei 37, dann gucken wir doch mal jetzt auch hier in die Rangliste rein, wie es da aussieht momentan. Also die ersten beiden Matches klar gewonnen. Das Match hier wird auch klar gewonnen werden. So, Eat Fresh Food auf Platz 1 mit Ted und Lord Universe und Garden. Wow. Coole Leistung. Bis jetzt 4-mal die volle Punktzahl der Veni, nur ein Punkt dahinter.
Respect, man, respect. Gamer Guy. Eine 2993. Luca Passegger auch 2993. Auch der Nero 2993. Dann sieh mal. Ceci. Der Geminator. Cool. Marcel Davis. Moritz. Sahand Gambigo. Und dann komme erst ich. Da wird's eben echt das eine Match, das hat mich. Verdammt, das hat mich jetzt ganz schön nach hinten gebracht. Aber das hole ich wieder auf. Direkt einen Platz hinter mir, Bessie, unser Nachrücker, die so in der letzten Stunde gekommen ist. Krass. Wahrscheinlich in den letzten Minuten noch gerade der Gilde gejoint. Cool. Hero 8861, Jordan, Tim G, Nüsse, Scaro. Hier ist sogar Petro Geli, der Leon. Guck mal da, Platz 23, WMW, Fiesen, dein Vater, Ford. Oho. Guck mal, wo er steht. Was kann ich dafür, ja, guck mal, wo er steht. Was kann ich dafür, wenn ich zwei Gegner bekomme? Mit keine Ahnung wie viel Gas. Ganz ehrlich, er hatte nicht so einen mit ganz viel Gas. Ich hatte mindestens zwei Leute, die achtfach Gas hatten auf ihren Karten. Oh, jetzt ist er angekratzt. Jetzt ist er angekratzt. Und gleich, du bist jetzt bitte leise. Schnell. Johnny Bauer, FIFA Pro, Herr Bausen, The Jumper, Dietronic, Lo, Brownie Nervt, Pusche, Daniel, X Ivoban, AX, Cursiolo, Fischi, El Sole, Kimberly, McFreezy, Dirtblock, Michael, Wasser. Und jetzt haben wir null. Fünf Stück. Gut, also Absu und Master Mick hatten ja vorher auch schon gesagt, dass sie nicht mehr mitmachen, aber Tetsuo hatte das ja auch gesagt und Lo hatte ja auch vorher gesagt. Und es war ja so in der letzten, zum Schluss sind sie dann doch nochmal gekommen. Ne? Irgendwie, da es sowieso so schlecht aussah und ich nicht gedacht habe, dass wir überhaupt die Gilde voll bekommen, hatte ich irgendwie noch die Hoffnung, dass da vielleicht doch noch was kommen könnte von den beiden. So, Hero 29, Alexander NOH. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen mit Alexander NOH. Vielleicht kriegt er doch nochmal Zugriff auf seinen Account. Ja. Alexander NOH, der hatte auch kurz bevor der Rumble angefangen hat, hat er gesagt, dass er irgendwie seinen Account mit dem anderen Account also überschrieben hat und beide E-Mails teilen sich irgendwie den einen Account und er kriegt momentan keinen Zugriff auf den Alexander NOH. Ich hatte gehofft, dass er da vielleicht doch noch was. X-Real Virus. Kommt nix gerade hier. So, also die letzten fünf. Aber ich hoffe mal, also bis jetzt bin ich echt noch guter Dinge. Wir haben jetzt aktuell 45 Aktive und damit kann man schon mal was rocken, auch wenn es mal ein bisschen enger wird, sage ich mal. Also wenn da jeder sich zusammenreißt, können wir echt mit der Gilde ganz weit nach vorne kommen. Also selbst mit 45 Aktiven, wenn davon, sage ich mal, jedes Mal wenigstens 42 aktiv sind oder so, dann sollte uns ein Platz in der Top 100 sicher sein. Ja, selbstverständlich. Wir hatten das eine Mal, hatten wir auch nicht mehr als 40, 41, 42 aktive gehabt und waren auf Platz 77. Waren oder 75. 75. Ja, ich sag mal. Also manchmal frage ich mich, in welchen Sphären du eigentlich lebst. Kriegst du irgendetwas um dich herum noch mit? Außer Minecraft. Nee. So. Ja. Wir waren in der Top 100 gewesen, waren ja schon mal 77 oder 75 oder was. Und da hatten wir auch so um die 40, 41, 42 Aktive gehabt. Also, sag mal so, mit sollten wir die 45 hier relativ gut halten können und jeder sich zusammenreißen und so gut mitmachen, wie es geht, denke ich mal, haben wir echt gute Chancen, diese Platzierung wieder rauszuholen. Aber jetzt einfach Vollgas geben. Bis jetzt sieht's ja noch alles super gut aus. Wir haben hier immerhin schon einmal, wie viele Leute sind's denn?
Also 31 Leute schon mal, die wohl bei allen drei Rumbles mitgemacht haben. Ja, und bis jetzt ist dieser Rumble ja noch nicht vorbei. Wir haben ja noch 2 Stunden. Ja, also da kann sich ja noch einiges tun jetzt hier. Da hat sich auch wieder was gerührt. Da ist auch noch jemand aktiv. Und die letzten Leute können ja hier auch noch mal rein kloppen. Jumpe. Herr Bausen wird sowieso durchziehen. So, also. Und der Jumper bin ich mir ziemlich sicher auch. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt auf unser Gildenergebnis. Und ich bin hoch motiviert. Wir gucken mal. Ich drücke euch weiter in die Daumen. Have fun und haut rein. Es ist Rumble Time. Macht's gut, bis dann und tschüss.